Aronia – Wirkung und Verzehr vom Superfood. Aronia gilt als gesunde Superfood-Beere mit vielen Vorteilen. Was genau dahinter steckt, erfährst du im heutigen Video. Aronia-Beeren enthalten einen fein herben und säuerlichen Geschmack. Und zwar völlig unabhängig davon, ob du sie frisch oder verarbeitet konsumierst. Selbst verdünnt mit Wasser bleibt die Farbe violett-rot eingefärbt. Dafür sorgen die natürlichen Pflanzenfarbstoffe. Die folgenden Inhaltsstoffe sind in der Aronia-Beere enthalten: Jod, Eisen, Folsäure, Provitamin A, Vitamin B2, Vitamin C, Vitamin K, Flavonoide und phenolische Säuren. Aber wie gesund sind diese Beeren eigentlich? Aronia-Beeren enthalten viele sekundäre Pflanzenstoffe. Durch die vorhandenen Antioxidantien können sie freie Radikale im Körper bekämpfen. Diese freien Radikale wirken sich negativ auf den Zellstoffwechsel aus und beschleunigen die Alterungsprozesse. Durch die Vielzahl an Vitaminen können die Beeren zu einer Stärkung vom Immunsystem führen und sogar einige Krankheiten vorbeugen. Eine positive Wirkung oder Vorbeugung auf Krankheiten wie Krebs, über die oft in Medien berichtet wird, kann wissenschaftlich aber nicht belegt werden. Aufgepasst! In Nahrungsergänzungsmitteln mit Aronia stecken oft künstlich hinzugesetzte Vitamine. Oft ist die genaue Zusammensetzung der Inhaltsstoffe nicht nachzuvollziehen. Verwendung von Aronia. Aronia-Beeren enthalten zwar relativ viel Fruchtzucker, haben jedoch trotzdem einen säuerlichen, herben Geschmack. Deshalb bevorzugen die meisten Konsumenten Aronia-Saft oder Aronia-Marmelade. Aronia-Beeren werden auch oft als leckere Trockenfrüchte angeboten, die perfekt zum Müsli passen. Außerdem werden sie häufig als Färbemittel für Süßwaren verwendet. Auch existieren verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, die zumindest zum Teil Aronia als Inhaltsstoff enthalten. Achte darauf, den Aronia-Saft mit Wasser zu verdünnen, damit der Geschmack nicht so herb ist und auch Magenprobleme vermieden werden können. Du kannst jedoch auch die frischen Beeren nehmen und damit Müsli, Joghurt oder ein Eis verfeinern. Ist der Verzehr schädlich? Aronia-Beeren enthalten kleine Mengen an Amygdalin, welches im Körper Blausäure freisetzen kann. Bei Amygdalin handelt es sich um einen toxischen Pflanzenstoff. Dieser enthält Glycosid, welches im Zusammenhang mit Wasser unter anderem in Mandelsäurenitrilglycosid gespaltet wird. Dieses zersetzt sich wiederum in Kombination mit anderen Enzymen in Blausäure. Blausäure kann zu Erscheinungen wie Atemnot, Krämpfen oder vergrößerten Pupillen führen. In ganz schlimmen Fällen kann durch eine Blockade der Atmungskette sogar der Tod verursacht werden. Aber heißt das jetzt, dass du keine Aronia-Beeren essen darfst? Nein, keine Sorge. Die frischen Früchte solltest du nur in kleinen Mengen verzehren. Verarbeitete Produkte sind laut Studien auch bei regelmäßigem Konsum nicht schädlich. Grundsätzlich solltest du auch bevorzugt auf Bioprodukte greifen, um potenziell vorhandene Pestizidrückstände oder Belastungen mit Schwermetallen, die gerade bei Produkten aus fernen Ländern immer wieder auftreten, zu vermeiden. Und das war's für heute. Wenn du keine neuen Videos mehr mit geheimen Tipps rund um deine Gesundheit verpassen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.